Hallo und herzlich willkommen zurück zu Asylum mit dem Raptor. Hallo. Und der Traki. Hier ist ein blaues Schaf. Das ist ja süß. Ein blaues Schaf und ich habe keine Schere dabei, so ein Scheiß. Ich habe jetzt das Projekt vorgenommen, mir einen Sattel zu bauen. Weil ich nachgeschaut habe, wie ein Ich habe mir vorgenommen, jetzt erstmal ordentlich Sachen farmen zu gehen für die Gemeinschaft. Weil ich so ein gemeinschaftlicher Mensch bin. Genau, und wer sich gefragt hat, warum bin ich jetzt wieder hier und nicht auf der Erde? Ich habe mich von ertrinken lassen und dann bin ich wieder gespawnt und dann konnte ich hier lustig weitermachen. Diese lustigen Goldeichen hier, in diesem speziellen, mehr oder weniger speziellen Holz, wachsen wohl irgendwie auch nur auf verzauberten Dingsboden. Ja, wie baut man die bitte ab? Das weiß ich nicht. Na, ganz normal mit der Axt, aber dann verschwinden die sich gerade. Genau. Dann brauchst du vielleicht eine Holy Stone Axe? Nee, das geht auch nicht. Habe ich auch schon ausprobiert. Dann weiß ich auch nicht. Wo? Oh, hier sind wieder Häschen. Hallo Häschen. Ich setze mir jetzt mal gerade keins auf. Das mache ich später wieder. Obwohl die ausgesprochen praktisch sind. Vor allem, wenn man zwischendurch auf diese ekelhaften, pustenden Wolken trifft. Genau, finde ich auch. Oh, kacke. Ey, ein Schwein mit Flügeln. Ja, hier gibt es ganz viele Tiere mit Flügeln. Die kannst du dann auch reiten. Ich hab Red Bull getrunken. Genau. Der war richtig lustig. Ja. Oh, ist das süß. Hallo, Känguru. Ja, die Kängurus sind voll cool. Oh, ist das süß. Hallo, Känguru, wollen wir zusammen hüpfen? Kann man das vielleicht auch nachher satteln? Tick, du musst dann unbedingt hierher kommen mit deinem Satteln. Ich will wissen, ob man die Kängurus vielleicht satteln kann und mit denen rumhüpfen kann. Aber ich wollte dann mit dem Schwein in einer Wolke. Oh, Alter. Pass auf, ne? Ah, wenn Schweine fliegen können. Das war keine Wolke, das war ein Schleim. Aber ich war in diesem Schleim und der hat mich durch die Gegend geschleudert. Holz. Wo haben wir Holz? Ein bisschen weiter weggehen, um zu farmen. Weil hier alles schon kaputt gebuddelt war. Warum haben die Leute denn hier Holz reingepackt? Holz ist gut, Holz ist wichtig. Ja, wir haben kein Holz mehr. Habt ihr nicht schon mal einen Dungeon gefunden oder so? Nein. Deswegen suche ich ja die ganze Zeit schon. So. Ja, nicht der so mit der... Oh, kacke, ein Genau, Wolken. Das ist nämlich auch der einzige Grund, warum ich hier so durch die Gegend laufe. Im Eta 1 war das auf jeden Fall häufiger, dass man das vorgesehen. Das haben wir auch irgendwie schon festgestellt. Traurig. Ich persönlich habe ja Eta 1 nie gespielt, deswegen kann ich da jetzt nicht so mitreden. Aber es gibt, glaube ich, auch nur drei Dungeons hier, oder? Wenn ich es richtig gelesen habe. Ein goldenes, ein silbernes und ein bronzenes. Ja, aber die kommen häufiger vor, meine ich. Ach so. So, jetzt bin ich mal mutig und hüpfe mal über die grünen Wolken. Fuck, fuck, fuck und fall runter. Scheiße. Wie lange fällt man denn hier? Schnell diese Werkzeuge kaputt gehen, krass. Wo bin ich jetzt? Bitte? Hallo? Ich glaube, ich werde mir ein bisschen Holz mitnehmen und dann ein paar Crafting-Tables auch. Oh nein, Scheiße. Trag ich runtergefallen. Ja, ich bin runter. Und ich hatte so eine, zum einen hatte ich so eine coole Münze, wo ich gar nicht weiß, was die macht, aber die bestimmt gut war. Zum anderen hatte ich ein paar Schwerter dabei. Das ist jetzt echt scheiße. Ja, das ist doof. Sehr, sehr stolz. Ja, voll Mist. Crappen jetzt einfach mal. Was ist süß. Jetzt eine geile Portalmucke hier. So. Das ist ein Schwein mit Mustern und Flügeln. Ja. Sieht aus wie ein Schweinegott. Ja, auf denen kannst du halt nachher durch die Gegend fliegen. Da gibt's auch Kühe und so. Das ist cool. Es wird Nacht. Oh nein! Nein! Scheiße. Ich bin gar nicht zu Hause. Nein, ich bin nicht zu Hause. Und ich habe jetzt ein Schwein besattelt. Das nenne ich jetzt irgendwie Schweini. Schweini. Der Schweinsteiger. Falls es irgendwelche Leute gibt, die noch bei mir gucken. Ich bin der Schweinsteiger, ja. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber sehen wollt, wie ich Sachen farme und durch die Gegend latsche oder ich irgendwas baue. Ich habe auf beides Bock. Also du hast auf beides Bock und jetzt müssen deine armen Zuschauer entscheiden. Ja. Ist ja auch eine miese Tour hier. Wo die Tendenz so hingeht. Ich stelle mir das dann vor, wenn man das immer im Leben so macht. Ne? Soll ich sie heiraten oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich hätte schon auf beides Bock. Also. Sehr, sehr hübsch. Oh Gott, ich habe Angst. Tick fliegt hier rum. Hallo Tick. Yay. Yeah. Ich lande das Schwein mal hier oben. Ich komme mal hoch zu dir. Sternen Himmel. Wie steige ich hier ab? Ja, ich weiß nicht, wie ich absteige. Mit Rechtsklick? Ah, okay. Ich möchte nicht sterben. Willst du auch mal reiten? Kann ich da auch auf oder kannst du? Nein, kann ich auch. Wow, 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 was zum Fick? Was zum Fick? Ist das nicht cool? Scheiße. Wie steige ich denn wieder auf hier? Hilfe! Du kannst nur einmal aufsteigen, und zwar wenn du am Boden bist. Also lande ich jetzt mal ganz schnell wieder, sonst kriegt Schweini nämlich Schaden von den Viechern hier. Nein. Kannst du einmal aufsteigen, aber auch nur, wenn du am Boden bist.
Ja, siehst du mal. Zitat Ende. Hoppala. Ja, du kannst einmal hochsteigen und dann... Weil das ein sehr tiefgründiges Zitat ist, ne? Du kannst aufsteigen, wenn du am Boden bist. Ja. Jetzt mit einer traurigen Musik unterlegen. Ja, dann muss man schon noch ein bisschen schöner sagen. Oh Gott, da ist eine blaue Wolke. Ich bin weg, ich will rein. Hallo, hier. Hallo, blaue Wolke. Ich treff dich nicht. Au, oh, du hast mir 4 Schaden gemacht. Jetzt hab ich nur... Oh, ich bin tot. Wie oft ihr sterbt, krass. Wieder dich bis jetzt zum Glück oder seid extrem unvorsichtig? Nein, du hattest Glück. Naja, wir haben halt noch nicht viele Sachen, okay. Und das ist halt direkt alles neben unserem Haus und deswegen... Das ist ja doof. Haben wir denn schon Betten oder sonstiges? Nee, kann man sich ja nicht bauen. Kann man nicht bauen. Finden? Nein. Betten gibt's im Erdbau nicht. Ich hab das Gefühl, dass man einige Sachen aus der normalen Welt hier gut gebrauchen könnte. Ja, mich auch. Zum Beispiel Eisenrüstung oder so, ja. Immer dafür, dass wir irgendwie in der Konfi absprechen, ob man da mal rüber darf. Das haben wir schon gemacht sogar. Echt? Und zwar, wird das dann mit den Challenges zusammenhängen. Die einer... Oh, shit. Dass dann halt einer... Ein Traktor! einer in der Woche mal... Oh, da ist eine blaue Wolke. Hallo, Hilfe, ich renne. Och man, ich hab voll viel gefarmt. Ja, ist ja... Nicht traurig. Dass halt einer in einer Woche dann auf die Erde darf, so gesagt. Okay. Und dann dort sich das, ganze Zeug farmen darf, was man so braucht. Wow, wow, wow! Wolke, böse Wolke. Gut, das war's dann mal mit dem Farm jetzt so. Ich hab das Gefühl, hier ich erreiche ganz viel in diesem Projekt. 200 Moas und ich wobbel hier mir einen ab. Mr. Moor Games? Ja, genau. 200 nee, davon. Die haben wir hier nicht im Spiel, auch wenn es Minecraft ist. Jetzt bin ich fast tot, das ist schon mal gut. Oh, ich sehe jemanden. Ich sehe Draki. Hallo. Ach ja, du bist ja auch gerade gestorben. Ich folge Dish. Ich arbeite mit Draki wieder hoch. Folge Misch. Ein bisschen hochkraxeln hier. Ja, kraxel Ach, mal. Du Scheiße. Hallo. Ich sehe dich. Also ich sehe deinen Namen. Ah, Rage. Bin hier. Guten Tag. Und weiter. Das Gute daran, dass wir immer, dass wir so weit oben gebaut haben, ist, du kannst das Haus eigentlich immer sehr schön leicht wiederfinden, einfach immer nach oben. Und ganz oben auf der Bergspitze leuchtet es dann, das ist unser Haus. Ich hätte gern trotzdem meine Sachen wieder. Mann. Bounce. Nein, ich bin an der Tür vorbeigerannt. Ah. Bounce, 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 bounce. Oh, ein Glück. Au. Das haben wir uns gut ausgesucht, muss ich mal sagen, dass wir hier so schön auf dem Berg gebaut haben. Wer hat den Baum denn so schön gebaut? Gehört der so? Welcher Baum? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Dick, lass mich rein! Ah! Ja, ich lass mich rein. Ah! Oh. Lass mich rein! Hilfe! Oh, mach die Tür zu. Immer diese Zeugen Jehovas, ist immer so aufdringlich. Ja. Ah, oh, krass. Guck mal, da oben ist Schweini. Bist du mal durch die Decke schon, Raptor, da oben. Oh. Wo? Da. Da ist das Schwein über dir. Nicht abbauen! Nicht das Schwein abbauen? Scheiße, ey. Ja. Wir haben richtig viele Federn einfach, das ist ziemlich cool. Ether Dirt, okay. Ja. Boah, wie viele Moas hier rumlaufen. Und die Geräusche. Oh Gott. Ich nehme mir ein paar Oranges. Ein paar Steins. Scheiße, au. Ein bisschen Holz. Hat einer von euch gerade das Moa gehauen? Ist hier von hier oben nur so Schaden kriegt? Keine Ahnung. Ist das, die haben sich vielleicht auch nicht gegenseitig vergiftet oder so. Ah ja, ich glaube, die haben sich. Ah! Wolke! Batz. Ja, sie hat mich. Ich hab einen Schritt rausgemacht und sie hat mich instant weggepustet. Sweaty Ball, Alter. Ja, das sind die. Das Torben, die Slimes, und damit kann man halt Sachen mit davon auch nochmal Slime machen. Ich hab jetzt Swaggy Balls gelesen. Die kannst du auch. Kannst du nicht auch essen? Nein, die kann man nicht essen. Okay. Das war in einem normalen Minecraft, da konntest du diese Schleimbälle essen. Aber bei Hexit auch. Gebracht. Okay. Oder? Ich weiß nicht, ich hab nie Hexit gespielt. Oder war das bei Hexit und Hexit nicht bei ist lustig. Normalen? Ich weiß es nicht. Ich hab schon wieder die 3 Federn. Ein bisschen Holz? Aber nein, Federn. Wir haben kein Holz. Ich hab voll viel Holz gehabt. Hallo? Holz haben wir gar nicht, glaube ich, ja, fast. Frau haufenweise Steine haben, aber Holz. Nicht so. Haufenweise Steine? Och man, jetzt bin ich wieder total unproduktiv. Mann, das regt mich auf. Ja, das ist immer so. In der Nacht ist das immer so.
Ja, weil du halt nachts auch keinen halben Meter raus kannst, ohne zu sterben. Ich will produktiv sein. Hier, komm, los. Kannst ja, unten rum produktivieren. Was macht ihr denn da jetzt? Wir kloppen uns. Ich mache echt einen Whirlpool hier. Warum habt ihr da eigentlich Wolken in den Boden gebaut? Weiß ich nicht. Das war ich nicht. Achso. Hui. Fluffig und weich. Es ist der Bettersatz hier. Auf Erkundungstor. Ich habe eine lustige Idee. Ach du Schande. Ich verteile nette Schilder. Verteil mal Schilder. Ah. Ist das ätzend? Cool. Nachts kannst du hier echt nur unten im Keller rumbauen, weil draußen kannst du ja echt vergessen. Brauchen wir entweder irgendwie derbe Rüstung oder sowas oder ja, keine Ahnung. Genau, ja, denke ich auch. Ja, gucken, ob wir irgendwie derbe Rüstung bekommen können, ohne an die Oberwelt, Unterwelt. Auf die normale Welt. Ja, oh Gott, ich wurde gepustet. Ich fliege jetzt mal mit dem Schwein auf die andere Insel und schau mal, oh, da blitzt es. Ich flieg mal mit meinem Schwein auf die andere Insel. Okay. Ja. Allein schon die Aussage, ich flieg mal mit meinem Schwein. Wie hast du dir jetzt eigentlich, Sattel macht man aus dreimal Leder und einen Faden oder sowas, ne? Faden in die Mitte und wie so ein Helm, das Leder drumherum. Oh. Ja, genau. Mir ist ein bisschen schwindelig. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel getrunken. Nein. Und wir haben dir doch gesagt, nicht so viel saufen vor der Aufnahme. Genau. Es wird immer nix. Mein Schwein stirbt gerade ab. Das ist schlecht. Hast du nicht Schweini umbringen? Nee, der hat nur die Hälfte Herzen. Wie war die Werbung noch? Mit Hasi? Papa ist. Hasi ist tot. Das war der Lehrer oder so. Herr genau Meier, ich glaube, Hasi ist kaputt oder irgendwie sowas. Ich hab mich gerade daran erinnert. Auch wenn ich weiß, was ich tun soll. Ich nehme jetzt diese Kiste und stelle sie hier hin. Ich hätte gerne einen Dungeon. Was? Oder ist ein blauer Moor, sind die irgendwie stärker oder so? Was? Ich hab wieder so eine coole Münze gefunden. Noch eine. Was machen die eigentlich? Ich mache das Haus schön. Kann man bis in der nächsten Folge jemand rausfinden, was die so lustigen... Bist du Tine Wittler? Münzen machen? Ja, was ist mit Hitler? Tine Wittler, habe ich gesagt. Ach so. Alter, Leute! Ich hab grad nicht genau. Ja, Entschuldigung. Wusstest du nicht, dass Adolf Hitler Voldemort ist, dessen Namen man nicht sagen darf? Ich habe einen Dungeon gefunden! Boah! Dann merkt ihr, wo er ist. Markier ihn mit Ästen oder so, also mit Holz. Ja, das ist ein großer Pavillon. Cool, da müssen wir gleich hingehen. Ich bin da. Was sagt denn die aktuelle Folge, Folgenlänge? 12 Minuten. Ja, dann... Und dann können wir ja schon mal zu dir hinkommen und wenn wir da sind, fängt die nächste Folge sowieso dann an. Ja. Jetzt müssen wir bloß noch wissen, wie man da hinkommt, wo du bist. Oh. Und vorher baue ich uns noch 1 bis 2 Schwerter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, du hast... Oh, die Frost. Wolke ist im Haus. Fuck. Oh, krass. Wolke. Nein. Au. Das hat mich auch gerade verwirrt. Ah, ich hab Sachen abgebaut. Das ist natürlich ein Schwein alleine. Draghi, warte auf mich. Ja, aber ich setz mich schon mal durch und warte auf der anderen Seite auf dich. Okay. Es regnet hier auch noch, also wie traurig ist das? Ja, ich bin hier auch durchgesäppt. Den Ausdruck kannte ich noch gar nicht. Dann machen wir uns jetzt gemeinsam auf den Weg, rüsten uns und dann geht's los, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir bauen uns... Also im Haus liegt jetzt eine Menge Holz, weil ich bin ja zum Glück im Haus gestorben. Und dann, können wir uns gleich 1 bis 2 Schwertchen basteln und mal gucken, was in dem Dungeon so geht. Und ich habe davor auch noch das lilane Ohr gesehen. Das können wir noch gleich mitnehmen. Was für ein Ohr? das lilane Erz. Achso. Kommst du mal Tick, oder? Ohr, Alter. Portalst du noch? Nein, ich bin schon fast am Haus. Ach na toll, ich hab dich gar nicht gesehen, hä? Ja, ich bin halt so schnell wie der Blitz. Ich merk schon. Nein, sind wir auch schon fast bei 15 Minuten und dann können wir auch uns direkt dann lustig... Ja, das können wir auch jetzt beenden, weil jetzt können wir schon... Nee, ich mach das, wenn ich am Haus bin. Ja, ebenso. Genau, wir gehen noch zum Haus und wenn wir uns am Haus alle drei wieder getroffen haben, dann machen wir Ente und dann... Ente. Ganz. Ente. Oh. Ganz. Au! Da. Der ist aber nicht so nett. Finde ich auch nicht. Ist die Wolke immer noch im Haus? Ja, wir sind da. Ja, ich bin ja auch gleich da. Oh, Kacke. Ich muss mal eben das Dach heile machen. Ich mach wieder alles kaputt. Das Gute ist, hier gibt's keine Creeper. Das freut mich schon mal. Ja, aber...
Ah, oh, ich hab... Oh, der jagt mich. Die anderen Gegner sind genauso das schlimm. Nicht mal mit Absicht. Mal wo ist mein schönes Holz hier? Ich hab's eingesammelt. Tick. Das ist gut. Dann, Okay, dann beenden wir die Folge und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.